Das ist unsere Piepshow hier. Also hier kommen die Eintagsküken, die Hähnchen. Und hier bleiben die dann zwei Wochen drin. Und dann kommen sie nachher schon mal raus. Dann, weil hier können wir sie enger betreuen. Hier haben wir auch eine Heizung. Und hier können halt, das ist auch wichtig, die Leute immer mitnehmen. Also können sie wirklich die Küken wachsen sehen. Das halt diese Wärmeplatten und dann wirklich im Frühjahr und auch im Herbst, wenn es hier drin kühler ist, dann einfach haben die ihre Kalt-Warm-Zonen, ne? Einfach, ne? Und ja, das läuft halt sehr gut. Und wichtig ist halt, die Leute mitnehmen auch diese Kinder, die sind halt erst klein, aber nachher groß, und das ist dann halt mein Lebensmittel, ne? Und auf einmal reden auch dann Kinder, Mensch, hier, und Schwein Max ist ja weg, ne, wann können wir die Wurst essen, ne? Also die sind mal niedlich schon, aber auch sagen, okay, es ist halt ein Lebensmittel und es ist ja eigentlich was ganz Normales, ne? Und, ja. Genau. Und wir haben auch schon mal einen Vegetarier als Kunde wieder, Mensch, ich möchte mal endlich mal wieder ein Hähnchen essen und bei Ihnen, und das sieht gut aus, und das ist so, dann man will keinen bekehren, aber einfach ja auch wieder frei bleiben, ne? Man kann mal Fleisch essen und mal nicht, und ja, und das ist unser Vorzuchtraum hier, genau. Das heißt, ihr kriegt sie wirklich als Küken und nicht legefertig, genau, wie ja viele andere, genau, sondern sagt, okay, wir wollen von Anfang an, genau, schauen, dass sie auch eben das Immunsystem haben und, genau, die, ja, Fitness, genau, die ihr dann draußen für die Freilandhaltung braucht. Genau. Und wenn sie dann größer sind, dann habt ihr hier quasi die, genau, Erweiterung, dass sie schon sich ans Draußen gewöhnen. Genau, und auch das, ja, genau, auch wieder Kälte, Warmzonen und einfach dann schon mal Gras picken, weil das ist immer, wenn man die nur drin auf einmal rausnimmt und dann auch einmal fettes Gras haben, ne, dann gibt es schnell mal Kopfverstopfung, und hier werden sie langsam schon mal ans Grüne dran gewöhnt. Und ja, und wichtig auch immer, die Leute können sehen, ne, sind dabei, wie die Lebensmittel wachsen auch, ne, oder, ja, die Tiere. Ne. Ja, cool. Hier haben wir unsere drei Schweine, die leben hier ein Jahr lang und werden dann zu Wurst und auch vor allem für uns. Aber ne, jetzt sind sie da unten. Genau, da unten beim Schatten. Und auch da, dass man die sehen kann. Und ja, einfach, so ist ein Schwein. Ne? Und noch kriegen wir es nicht durch, aber der Veterinär möchte es halt nicht gerne bei den Hühner, ne, und Schweine. Aber, okay, eigentlich gehören halt auch ein paar Schweine bei den Hühnern hin, ne? Weil, ja, sie auch was machen können. Und wie wir besprochen haben, vielleicht mit dem Kompost umwühlen, weil die würden den ja jetzt einen kleinen machen, ne? Weil die Würmer da drin. Genau, kriegen hier einmal Wasser am Tag und dann können sie ein bisschen suhlen.